Hammond reicht den beiden zwei Gläser Champagner. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Warum kommen Sie nicht mit? Übers Wochenende, Sie beide. Ich würde auch gern Ihre Meinung als Paläobotanikerin hören. Mein Jet wartet startbereit in Schutto. Hören Sie, es tut mir leid, aber das ist völlig unmöglich. Gerade heute haben wir ein neues Skelett entdeckt. Ich könnte als Entschädigung zum Beispiel Ihre Ausgrabungen finanzieren. Und das ist ein sehr unpassender Zeitpunkt. Sagen wir für weitere 3 Jahre. Wissen Sie, naja... Wenn es so ist... Wo steht die Maschine? Ja, okay. Cheers. Okay. Brent und Settler jubeln vor Freude. Etwa zur gleichen Zeit hält ein Taxi in San Jose, Costa Rica, vor einem Straßenrestaurant. Louis Dodgson steigt mit einer großen Tasche in der Hand aus und setzt sich zu Dennis Nedry an den Tisch. Nedry arbeitet für John Hammond, Dodgson für die Konkurrenzfirma Biosyn. Erreicht Nedry die große Tasche. Also? 750.000. Bei Lieferung weitere 50.000 für jeden lebensfähigen Embryo. Das macht 1,5 Millionen, wenn Sie alle 15 Arten von der Insel schaffen können. Ich beschaffe sie Ihnen alle. Und vergessen Sie nicht lebensfähige Embryos. Sie nutzen uns gar nichts, wenn Sie nicht überleben. Oh, und wie soll ich die Viecher transportieren? Dodgson holt eine präparierte Dose Rasierschaum hervor. Der Boden lässt sich abschrauben. Klasse, ich bin verrückt. Das Innere ist gekühlt und in Fächer aufgeteilt. Das halte ich nicht aus, Ihren Hammer. Vom Zoll können Sie sogar untersuchen, wenn Sie wollen. Na logisch. Das Kühlmittel da drin reicht für 36 Stunden. Die Embryos müssen bis dann hier in San Jose eingetroffen sein. Das hängt von Ihrem Typen auf dem Boot ab. Morgen Abend um 7 Uhr am East Dock sorgen Sie dafür, dass er pünktlich ist. Wie wollen Sie die Sicherheitssysteme ausschalten? Ah, ich habe 18 Minuten freie Bahn. 18 Minuten und Ihre Firma macht 10 Jahre Forschung, Ben. Für die beiden klingt der Handel nach einem guten Deal. Inzwischen sind Brent und Settler in Hammonds Hubschrauber auf dem Weg zur Isla Nublar. Der Anwalt Donald Gennaro und der Mathematiker Dr. Ian Malcolm sind ebenfalls an Bord. Also Sie beide, Sie buddeln Dinosaurier aus? Naja... Wir versuchen es. Ah. Sie werden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß an Persönlichkeit. Besonders für einen Mathematiker. Chaos. Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. John hat was gegen die Chaos-Theorie. Besonders im Hinblick auf sein kleines Projekt. Blödsinn, Ian. Sie haben Ihre Bedenken über die Insel nie ausreichend begründen können. John, wegen des Systemverhaltens im Phasenraum. Ein Misthaufen, wenn Sie gestatten. Von modischen Zahlenspielereien, das ist es. Dr. Settler, Dr. Grant, Sie haben doch von der Chaos-Theorie gehört. Nein, nicht lineare Gleichungen? Merkwürdige Attraktoren. Dr. Settler, ich weigere mich zu glauben, dass Ihnen das Prinzip der Attraktion nicht bekannt ist. Ich hole Wissenschaftler und Sie schleppen meinen Rockstar an. Da ist sie.